Willkommen zurück zu Magic 2015 Duels of the Planeswalkers. Und es geht los mit, also weiter mit Macht des Ozeans. So, wir probieren's einfach. Schlimmer kann's ja nicht mehr werden. Nee, deshalb. Oder schon mal. Das ist, wenn man nicht alles gleich aufnimmt und manchmal mehrere hintereinander besiegt. Aber ich glaube mal, ich habe das schon mal gelesen. So, die Kartenhand behalten wir. Kiora fängt an. Ja, mir kommt es bekannt vor. Okay. Eine Insel. War das nicht die, die denn das Land zu einer Insel macht? Genau. Ist bei einer Insel aber nicht so wichtig. Ich hole erstmal Inseln raus. Mit diesem Krakenjungtier kann sie ja erstmal nicht viel anfangen. So, den brauchen wir jetzt. Unser berühmter Vinskiada. Ja. Und wieder auf die Hand, ne? Genau. Hole ich ihn gleich wieder raus. Blocken überspringen. Noch ein 2-2er. Und zwar wieder der. Ja, und noch ein Krakenjungtier. Ja, das Ginze hat mich letztes Mal angekotzt. Jetzt weiß ich wieder. So, jetzt holen wir wieder den raus. Und noch den. Ich kann ihn da zwar nicht kaputt machen mit, aber er kann mich auch nicht kaputt machen mit. Also passt's. Okay, entweder eins da mehr oder eins da mehr bis zum Ende des Zuges. Pro Insel, das man einsetzt. Und den haben wir nochmal bekommen. Und ein Monddreier. Ups. Nehmen wir den Monddreier mal raus. Und den. Fliegende hat er ja nicht. Greifen wir mit dem an. Jetzt müssen wir hier mal was tun. Problem ist, seiner geht nicht drauf.
Ja, Kreatur ist klar. Mal gucken. Es hat funktioniert. Ah. Toll. Jetzt kriegt er natürlich den ganzen Schaden durch. Aber ich wollte ja auch noch irgendwas machen. Achso, das ist wie das Ding hier. Genau. Ja, das eine zählt ja als Insel. Welchen nehmen wir? Der muss, okay. Machen wir es mal so, mal gucken. Wird eng, das sehe ich schon. Ja gut. Das ist jetzt nicht so schlimm. Boah. Jetzt haben wir nur noch drei Lebenspunkte. Wenn sterben, fügen Sie einer Kreatur oder einem Spieler drei. Na, das bringt mir voll. Dürfen keine drei Schaden durchkommen. Das wird aber passieren. Sag ich ja. Duell neu starten. Jo. Wird ein langes Let's Play. Das kann ich euch schon mal versichern. Ja, überhaupt gar keine. Die nehmen wir. Jetzt fangen wir an. Problem ist, ich muss zuerst die Insel spielen. Weil sonst macht er ja wieder aus einer Insel. Er spielt zuerst das. Okay, jetzt machen wir das Gebirge und den da. Kann die nicht auch mal schlechte Handkarten haben? Sieht schon fast danach aus. Weil jetzt kommt er ja auch nichts. Ich konnte jetzt schon mal 4 Schaden durchdrücken.
Tappe, ja, toll. Das ist auch so eine Karte, die lästig ist. Und jetzt kommt wahrscheinlich irgendwas. Ja, sieht so aus. Jetzt wird ein Land verzaubert. Ja, Gebirge. Das noch. Oh, noch mal die Karte. Die ist lästig. Die weg. Können wir jetzt angreifen, ohne dass was passiert? Müsste ja, ist alles getappt. Das stört mich nicht. Eigentlich gerade. Weil kann ja trotzdem nur eigentlich eintappen. Da können wir auch noch zwei Karten ziehen. Doch ein Land ziehen. Setzen, meine ich. Das können wir meinetwegen auch noch machen. Komm. Das kann er nicht aufhalten. Nicht mit dem und dem. Ja. Okay. Das war jetzt aber auch ein bisschen Kartenglück. Das hat man ja gemerkt. Also irgendwie gewinnt man immer nach 1000 Versuchen. Weil dann irgendwann hat er den Gegner mal Pech. So, Armee der Wiedergekehrten. Das ist denn das letzte. In Theros. Tyramid gebietet über eine Phalanx von Toten, die sich weigern, in der Unterwelt zu bleiben. Warum sollte ich zulassen, dass du einem so effizienten Mörder nachstellst? Fragt er. Wenn du das Orakel willst, komm und hol es dir. Ja, Orakel. Neue? Jo. Sumpf oder Gebirge? Mal gucken. Wir spielen erstmal wieder eine Insel. Ein Sumpf. Der bringt schon was. 1-3. Okay. Ist immer dieses Problem, dass dann immer so blöde Karten kommen hier. Dass man gar nicht vorwärts kommt. Gut, ein Schaden ist erstmal noch nicht so schlimm. Nochmal zwei Zweier. Immer wenn eine andere Kreatur stirbt, tappe den. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Also wenn der stirbt, wenn der getappt wird, ist ja toll. Eigentlich eher mehr so ein Negativeffekt. Bringen wir erstmal unseren Fliegenden raus.
Nee. Ich verfolge ein Ziel, wie man schon merkt, ne? Kriegen wir schon wieder Schaden? Ach nee, wir müssen. Hier auf dem Friedhof liegen. Oho, der Belagerungsdrache. Brauchen wir noch ein bisschen was. Holen wir den mal. Und können jetzt endlich mal Schaden machen. Naja, das ist auch blöd. Blocken überspringen. Irgendwann überholen wir es schon noch. Hoffentlich. Gleiches Spiel wie eben. Schock. Angriff. Dreizehn, dreizehn. Zerstöre eine ungetappte Kreatur deiner Wahl. Also die. Damit er ganz in Ruhe angreifen kann. Ich sehe das. Doof. Den mal als Blocker erstmal wieder hinsetzen. Dennoch den. Was wir können. Können wir machen. Acht, acht. Blöd, dass er mal ein bisschen schneller ist, weil er anfängt mit Angreifen. So. Wieder. Eine Kreatur, aber wenn die stirbt, naja, gut. Karten ziehen. Dann können wir ja bald den hier rausholen. Das ist ja schon mal was. Und er hat nur noch drei Lebenspunkte. Fünf dürfen nicht durchgehen. Ich hoffe mal, ich habe alles richtig gemacht. Gut.
Wenn ich mich jetzt nicht ganz verhaspelt habe, haben wir es gewonnen. Er kann ja nichts machen. Yeah, Errungenschaft freigeschaltet, König der Nekropolis. Weiter. Die gekauften Karten, ja, ich weiß. Und Ravnica. Kann ich hier nochmal zurück? Da König der Nekropolis hat Thürmarit besiegt. Gut. Thürmarit und seine Bande Untoter sind besiegt. Du hast das Orakel zurück nach Meletis, wo sie sich in eine dunstinduzierte Trance versetzt. Okay. Du begleitest das Orakel zurück nach Meletis, wo sie, naja, ein bisschen verhaspelt hier. Sie murmelt, ein einsamer Magier überblickt ein Meer von Gebäuden. Er trägt den Schlüssel für die Erfüllung deiner Aufgabe in sich. Sie macht eine Geste und eine Schieferschärpe mit der Inschrift. Und seine Schieferschärpe mit der Inschrift erscheint in ihrer Hand. Suche dieses Symbol und du wirst den Magier finden. Nun ist dein nächster Schritt klar auf nach Ravnica. Also diese Texte, die sind manchmal ziemlich verhasplungsfreudig. So, passiert mir ja sonst eigentlich auch nicht so, ne? Nur beim Aufnehmen. Ravnica. Ravnica erkunden, die Stadt durchsuchen. Okay, dann kommt das nächste Mal die Stadt durchsuchen. Und ja. Mal gucken, was uns dann noch so erwartet. Bis dann und ciao, ciao.